Hallo, wir wollen negative Zahlen dividieren. Das heißt, wie funktioniert das, wenn wir 12 Euro haben? So, jetzt nochmal. Wir haben 12 Euro Schulden und wir wollen diese 12 Euro Schulden durch 3 teilen. Dann bleiben das natürlich auf jeden Fall noch Schulden. Und zwar haben wir dann €4 Schulden. Haben wir 12 Euro Schulden und wollen das durch minus 3 teilen, dann teilen wir sozusagen erstmal durch 3, dann haben wir minus 4 Euro. Teilen wir durch minus 3, wird das Ganze aber dann zu plus. Sonst würde es ja auch vom Ergebnis nicht passen. Das heißt, wir merken uns, minus durch minus wird immer zu plus. Das heißt, wenn wir gleiche Vorzeichen haben, da ist hier nochmal der Merkzettel dazu, gleiche Vorzeichen führen immer zu plus im Ergebnis. Und wenn wir plus geteilt durch minus haben, also ungleiche, verschiedene Vorzeichen haben, dann führt das immer zu minus im Ergebnis. Verschiedene Vorzeichen führen also immer zu minus im Ergebnis. Das heißt, teilen wir minus durch plus, dann wird es zu minus. Teilen wir plus durch plus, dann wird es auch zu plus. Okay, das war's. Euch viel Spaß.